Guten Abend, herzlich willkommen zu dem Webinar, das wir heute hier veranstalten, mit dem Titel Die Instabilität des europäischen Emissionshandels und ihre Bedeutung für die Dekarbonisierung der Industrie. Und der Übertitel ist sozusagen, wenn schon CO2-Preise und dann richtig. Also unter diesem Motto steht heute alles. Mein Name ist Michael Pahle. Ich leite die Arbeitsgruppe Klima- und Energiepolitik am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und das Arbeitspaket Europa im Copernicus-Projekt Ariadne. Ariadne ist eins von insgesamt 4 Copernicus-Projekten, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Und es ist insgesamt eine der größten Forschungsinitiativen zur Energiewende in Deutschland. Das Projekt Ariadne speziell zielt oder hat zum Inhalt, politische Entscheidungsprobleme zu informieren und die Ergebnisse der Wissenschaft in die Politik reinzutragen. Unter diesem Kontext steht natürlich auch die Veranstaltung heute Abend. Wir sind insgesamt über 20 Forschungspartner aus einer ganzen Reihe von Disziplinen. Und an dieser Stelle auch nochmal allerbesten Dank an das BMBF und natürlich auch an den deutschen Steuerzahler, dass sie diese tolle Forschung ermöglichen und auch diese hoffentlich guten Veranstaltungen, die wir in dem Rahmen durchführen. Ja, im Rahmen von Ariadne haben wir, das sind neben mir selbst, meine Kollegen Max Willner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg, und Grisha Perino, Professor für Umweltökonomie, auch an der Uni Hamburg, eine Analyse zur Marktstabilitätsreserve im EU-Emissionshandel erstellt. Die wollen wir heute Abend vorstellen und diskutieren. Und jetzt ist es so, das ist ein Thema, mit dem werden sich sicherlich nicht alle versiert sein, eher ganz im Gegenteil. Das ist ein sogenanntes Orchideenthema, das in der Regel Experten berührt, aber sonst weithin unbekannt ist. Aber gleichzeitig ist die Marktstabilitätsreserve eigentlich das neue Herzstück des Emissionshandels. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, dieses Wissen oder dieses Herzstück einfach mal auch in eine breite Öffentlichkeit zu tragen, zu erklären, wie das eigentlich funktioniert und was es langfristig bedeutet. Und dass wir das jetzt sozusagen publiker machen wollen, erklärt auch, warum wir uns heute Abend, also für ein Slot heute Abend entschieden haben. Wir wollen eben auch die Leute erreichen, weil die nicht nur berufsmäßig den Tag über hier in solche Webinare reinschalten können, sondern auch vielleicht auch mal was anderes oder professionell was anderes machen und dann sozusagen den Tag mal ein bisschen mit klimapolitischen Fragen abrunden wollen. Ja, das ist unser Anliegen. Wie funktioniert die MSA überhaupt? Also darüber sollte man heute was lernen. Und hoffentlich, ich freue mich auch da auf den Vortrag von Max später. Also das ist unser Anliegen, aber dann die größere Frage ist diese MSR geeignet für den Emissionshandel, ihn fit zu machen, auch im Hinblick auf die schärferen europäischen Klimaziele? Was bedeutet das für die Stabilität, aber dann am Ende auch für die Dekarbonisierung der Industrie? Denn die Industrie ist einer der 2 großen Sektoren, die innerhalb des Emissionshandels reguliert ist. Ich freue mich insbesondere, dass wir nicht unter uns Wissenschaftlern bleiben, sondern eine Überzahl an Nichtwissenschaftlern in dieser Veranstaltung haben. Wir haben 4 sehr illustre Gäste heute Abend, sehr eloquente Gäste, die sich in dem Thema allerbestens auskennen. Die möchte ich kurz vorstellen. Zuerst Juliette Compré. Juliette ist Senior Advisor Policy beim WWF, schon eine ganze Weile, und dort zuständig für die Themen Kohlenstoffmärkte und europäische Klimapolitik mit dem Schwerpunkt Emissionshandel. Um es mal frei herauszusagen, aus meiner Sicht ist Juliette die Expertin für das ETS im Bereich der deutschen Umwelt-NGOs, schon lange Zeit dabei. Und Juliette, es waren sicherlich keine einfachen Zeiten, vor allem, dass der Preis noch nicht bei 50 Euro war. Es war ein mühsames Geschäft und ich freue mich sehr, dass du durchgehalten hast, dass du immer noch dabei bist und deine Expertise ist Gold wert für uns, aber auch, glaube ich, insgesamt für die Diskussion. Dann möchte ich auch begrüßen Karin Perret. Sie arbeitet in der Gruppe für Gruppe Energie, Klimastrategie und Politik der Covestro Deutschland AG. Ich habe auf der Homepage nachgeguckt. Eine der weltweit führenden Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen. Chemische Industrie, ich hoffe, das ist gut zusammengefasst, beziehungsweise richtig abgelesen. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute dabei sind, Frau Perret. Wenn man Veranstaltungen wie diese hat man ja normalerweise die Leute von Regulatory Affairs, die dann auch oft in Berlin sind und sozusagen sich darauf spezialisiert haben, das Unternehmen nach außen zu vertreten. Sie stecken tief im Unternehmen drin. Sie haben Inneneinblick in die Strategien, in die Dekarbonisierungsstrategien. Das ist für uns enorm wertvoll und auch der Umstand, dass Covestro natürlich eines der sehr progressiven Unternehmen ist,
Das freut uns sozusagen, diesen Innenblick auch aus der Unternehmensstrategie heraus heute Abend zu bekommen. Besten Dank auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, die Nummer drei im Bunde ist Joachim Hein. Er ist Referent für Klimapolitik beim BDI und dort vor allem für das europäische Emissionshandelssystem zuständig und inzwischen auch für die globalen Kohlenstoffmärkte, die es ja noch so gibt. Ich selbst bin ja im Rahmen meiner Tätigkeiten sehr viel unterwegs, auch so in europäischen Veranstaltungen. Und einer ist eigentlich immer da, das ist Joachim Hein. Den treffe ich regelmäßig. Herr Hein kennt sich aus, ich glaube, das muss man so sagen, kennt die Diskussion, kennt die Perspektiven der Industrie, gerade in der europäischen Debatte. Und ich genieße es immer sehr, mich im Nachhinein mit ihm gelegentlich über diese Themen auszutauschen. Und es ist für mich immer sehr wertvoll, sozusagen, was dabei rauskommt. Und viele der Fragen, die heute auftauchen werden, haben wir auch schon bilateral gehabt. Und ich freue mich da, Ihre Perspektive einzubringen, beziehungsweise, dass Sie Ihre Perspektive einbringen. Herzlichen Dank, Herr Hein, dass Sie dabei sind. Ja, und der Letzte im Bunde ist Lukas Köhler. Lukas Köhler ist der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. In meiner Wahrnehmung ist Herr Köhler sehr bekannt, sehr aktiv auf allen möglichen Kanälen. Ich habe noch mal vor der Veranstaltung so ein bisschen auf Twitter geguckt. Also allein schon da gibt es viel von ihm zu lesen. Und ich würde ihn kurz beschreiben als den Fürsprecher für Emissionshandel in der Bundespolitik. Und zwar nicht aus, das ist ja nicht so selten, aus ordnungspolitischen Impulsen heraus, sondern aus einer tiefsten Überzeugung, dass das richtige Instrument für Klimapolitik ist. Ich hoffe, das ist okay oder adäquat so zusammengefasst, Herr Köhler. Und eine Bemerkung möchte ich auch noch loswerden. Sie sind promovierter Philosoph, das finde ich besonders interessant. Und vielleicht finden wir ja auch 5 Minuten, um über die Ontologie des Emissionshandels heute zu reden. Da würde mich Ihre Meinung und Ihre Ideen natürlich sehr interessieren. Ja, also soweit das zu unseren Gästen. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass alle da sind. Und der Ablauf des Webinars wird wie folgt aussehen. Zuerst wird Max Willner knapp 15 Minuten unsere Analyse vorstellen, wie ich glaube, sozusagen besonderer und sehr verdaulicher Form. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt darauf. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird dann ungefähr 15 Minuten sein. Dann werden wir noch die Möglichkeit haben, kurze Fragen dazu zu machen. Also wir wollen ja schon sicherstellen, dass man auch verstanden hat, wie die MSR funktioniert. Wir wollen ja über Dinge reden, von denen wir wissen, wie sie laufen. Und dann wird der Großteil des Webinars eine Diskussion sein, der 4 Gäste von Krischer und mir. Zu den 3 Themenblöcken, also MSR selbst, unmittelbar anschließend an unsere Analyse. Dann werden wir über Stabilität und Instabilität des Emissionshandels sprechen und auch in dem Kontext über politische Fragen. Dann werden wir den letzten Teil nutzen, um auf die Dekarbonisierung der Industrie einzugehen. Natürlich nicht zuletzt deswegen, weil wir 2 Vertreter aus der Industrie hier haben. Und da sind wir natürlich sehr dankbar. Da können wir natürlich Expertise und Positionen aus erster Hand einbringen. Ja, und wenn das alles klappt und wir zeitlich gut liegen, werden wir rechtzeitig zur Tagesschau fertig und dann können wir den Abend dann auch damit beenden und vielleicht mit einem Glas Wein oder so. Das ist der Plan für heute und ich freue mich drauf und dann übergebe ich an dich, Max, für den Input. Ja, vielen Dank und guten Abend auch von meiner Seite. Ich werde dann mal meinen Bildschirm teilen. So. Ich denke, das müsste jetzt alles sichtbar sein. Ja, wir haben eine Analyse geschrieben und von mir bekommen Sie jetzt in aller Kürze einmal einen Einblick in das europäische Zertifikatehandelssystem, die Bedeutung von Reserven und Erwartungen und bitte Sie dazu, sich leicht zurückzulehnen, vielleicht auch anzuschnallen, denn es geht relativ zügig. Und zwar beginnen wir mit unserer EU. Wir haben eine ambitionierte Staatengemeinschaft, das wissen wir alle. Wir wollen bis 2050 klimaneutral sein. Und wie wir da hingekommen sind, ist allen wahrscheinlich relativ bekannt. Wir haben lange gebraucht, wir haben verschiedene Runden erlebt und auch viele Stimmen gehört. Und nun ist immer noch die Frage nicht ganz geklärt, wie wollen wir da eigentlich hinkommen? Und wir wissen, dass die EU ein Spielfeld ist von ganz vielen verschiedenen Akteuren. Und wir sehen hier, dass auch unsere Regierung in Form der Großen Koalition sich dazu natürlich schon geäußert hat und jetzt jüngst natürlich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes da nochmal Druck auf den Kessel kam.
Das heißt, halten wir hier schon mal fest, wir haben einen großen Topf ganz, ganz vieler Interessen und eines Mehrebenensystems. Und das spielt auch gleich noch eine Rolle. Gehen wir jetzt in den Deep Dive des europäischen Zertifikathandelssystems. Die EU hat Ziele und diese Ziele lassen sich übersetzen in eine Art restliches ETS-Budget bis 2050. Darin befinden sich alle Emissionen, die wir noch ausstoßen können in diesem ETS-Sektor. Und in diesem Emissionshandelssektor generiert sich dadurch ein mit der Netto-Null einhergehendes Angebot an Emissionsrechten. Und das stellt sicher, dieses Angebot, dass wir tatsächlich in diesem Sektor bis 2050 deutlich runterkommen mit den Emissionen, weil das Angebot jedes Jahr etwas kleiner wird. Auf der anderen Seite haben wir Tausende von Unternehmen in der Europäischen Union, die durch diese Maßnahme reguliert werden. Und diese Unternehmen wissen relativ gut um ihre eigenen Möglichkeiten, wie sie Emissionen vermeiden können und kennen ihre Kosten, die sie da haben, gegebenenfalls verschiedene Technologien einzusetzen. Daraus ergibt sich schon mal eine Art Nachfrage nach Emissionsrechten. Aber das ist bei weitem noch nicht alles, denn einen ganz großen und wichtigen Teil haben wir bis jetzt noch nicht dabei gefügt und das sind die Erwartungen zur Zukunft. Denn Firmen, die ja nichts anderes sind als tatsächlich Konstrukte dann von Menschen, müssen in die Zukunft schauen, um eine gewisse Planbarkeit abzuleiten für Investitionen, für Entscheidungsprozesse innerhalb der Unternehmung. Und deshalb habe ich das als Kristallkugel dargestellt. Ich finde, das trifft es ganz gut, wenn wir an uns selbst denken, wie wir über die Zukunft und etwaige Veränderungen so denken. In dieser Kristallkugel befinden sich einige verschiedene Dinge, zum Beispiel Fortschritte in der Technologie. Forschung und Entwicklung kann dazu führen, dass wir vielleicht schneller als erwartet unsere Emissionen drosseln können. Oder genau das Gegenteil kann passieren. Wir stellen fest, die Technologien, die wir bräuchten, stehen doch nicht so zur Verfügung. Dann haben wir beispielsweise überlappende Politikmaßnahmen von großen Mitgliedstaaten, wie hier der Kohleausstieg in Deutschland. Oder wir haben eine Zielverschärfung der Europäischen Union. Oder wir haben Krisen und die Auswirkungen davon. Diese ganzen Erwartungen über die Knappheit in der Zukunft, die beeinflussen die Nachfrage von Unternehmen heute. Und diese Nachfrage trifft mit dem Angebot auf einem Markt zusammen. Es bildet sich ein Marktpreis für diese Myriaden von verschiedenen Informationen, die dort bei den Unternehmen mit reinfließen in ihre Erwartungen. Und Adam Smith, den Sie vielleicht auch gut kennen, der findet das richtig gut, weil so muss ein Markt funktionieren. Das ist eine Stärke, die dezentralen Informationen zusammenzuführen und das in einem klaren Wert, in einem Signal für Knappheit, nämlich dem Preis, darzustellen. Unternehmen erleben natürlich auch Unsicherheit gegenüber diesen Dingen, die da in der Kristallkugel sind. Und weil sie das so tun, versuchen sie, sich zu beruhigen, um das so auszudrücken, und zu hamstern. Und zwar legen Unternehmen, wenn sie es denn können, und das können sie in dem EU-ETS, Emissionsrechte beiseite für schlechte Zeiten, wenn sie so wollen. Und im Fachjargon nennt sich das dann TNAC oder TNAC, die Total Number of Allowances in Circulation, also alle jemals ausgegebenen Zertifikate, die irgendwo rumschwirren, aber noch nicht genutzt wurden von Unternehmen. Und ja, diese ganzen verschiedenen Motive, warum Unternehmen hamstern, das generiert natürlich auch noch diese Nachfrage. Und Adam Smith findet das auch wieder gut, weil das hilft nämlich, dauerhaft Kosten zu glätten für Unternehmen und gehört zu einem gut funktionierenden Markt. Wir merken also, Unternehmen suchen auch nach Sicherheit und nach Signalen, um sich auszurichten für die Zukunft. Und da hilft der Preis und den schauen sie sich ganz fokussiert an. Und kennen Preise natürlich von allen möglichen anderen Gütermärkten, die es so gibt. Und auch, wie er sich verhält. Gucken wir jetzt an, was passiert eigentlich in so einem System, wenn sich etwas bei Knappheitserwartungen ändert. In dem Fall hier, wir haben einen Kohleausstieg in Deutschland. Dadurch generieren Unternehmen eine geringere Knappheitserwartung für die Zukunft, wenn man das jetzt einzeln betrachten würde, was wiederum dazu führt, dass sie dass der Preis auf dem Markt sinkt, weil die Nachfrage sinkt jetzt schon und der Hamster wird schlanker. Es muss weniger vorgehalten werden, weil wir ja in der Zukunft weniger Nachfrage erwarten.
Es kann aber passieren, und das sehen wir jetzt hier auf dem Markt, dass der Preis zu sehr absackt und sehr niedrig ist und damit gegebenenfalls ja, Anreize nicht entstehen, die man bräuchte für gewisse Investitionen, um langfristig zu dekarbonisieren. Und man könnte auch sagen, der Markt dümpelt ein wenig dann herum. Und solche Schwankungen ziehen natürlich auch Spekulationen an. Und das destabilisiert einen solchen Markt nochmal mehr. Wir haben also schon gesehen, dass was ganz natürlich ist, nämlich zusätzliche Klimabemühungen von Nationalstaaten, kann dazu führen, dass der Marktpreis ein wenig umherirrt und gegebenenfalls Höhen oder in diesem Fall Tiefen erreicht, die unerwünscht sind. Aber zum Glück haben wir eine Reserve, die dieses Angebot kurzfristig anpassen kann. Sie ist Teil des Klimabudgets, also ist nichts extra oder so, sondern es ist Teil des Klimabudgets. Das wurde in der Vergangenheit beiseite gelegt und beiseite geschafft. Und nun haben wir diese kurzfristige Angebotssteuerung dabei. Und das funktioniert dann so. Die Reserve schaut sich den Preis mal genau an und in diesem Fall würde sie vom Angebot etwas wegnehmen und dafür sorgen, dass der Preis wieder so ist, dass er für alle angenehm ist und Investitionen anreizt und ähnliche Effekte hat. So, dass wieder Druck auf den Kessel kommt, könnte man sagen. So, und da das ja alles transparent und vorhersehbar ist und dass diese Reserve den Marktpreis einen Pfad bahnt und sich damit auch Unternehmen weniger Unsicherheit ausgesetzt sehen, kann sich so ein Preis stabilisieren. Investitionen gewinnen an Planbarkeit und so bietet das EU-ETS ein ganz robustes Angebot, auch in Zukunft flexibel zu sein und Spielraum für Spekulanten wird auch noch verringert. Ebenfalls könnte man jetzt hier politisch entscheiden, wenn man sich die Reserve anschaut, dass man gegebenenfalls Teil der dort nun zusätzlich eingesparten Emissionen löscht, also Emissionsrechte stilllegt. Das könnte man machen, das ist eine politische Entscheidung, das ist eine Abwägung dann, ob man den Preis zum Beispiel durch Nachfragerückgänge sinken lassen möchte und somit die Bürde des Preises auch für alle im System mildert oder ob man eben die Klimaziele somit etwas verschärfen möchte. Und das klingt doch alles richtig gut. Dieses System ist flexibel. Das Problem ist, es ist nicht real. Denn es gibt einen maßgeblichen Unterschied. Die Marktstabilitätsreserve im jetzigen europäischen Emissionshandelssystem, die guckt sich nicht den Preis an mit dem Stethoskop, sondern den Hamster. Und wenn Ihnen das jetzt schon so ein bisschen komisch vorkommt, dann ist das zu Recht so. Denn was passiert denn hier eigentlich? Die Reserve guckt sich den Hamster an, die gesparten von den Unternehmen zur Seite geschafften Emissionsrechte für schlechte Zeiten. Und sie verknappt das Angebot, wenn diese Zahl groß ist und viele Emissionsrechte beiseite geschafft wurden und sie stößt Emissionsrechte aus, also erhöht das Angebot, wenn diese Zahl niedrig wird. Und es gibt dann noch sowas, das wird dann als normal angesehen, also die normale Hamstergröße sozusagen, und da tut sie einfach mal gar nichts. Das hört sich schon komplex an und es ist es auch, aber man könnte zusammenfassen, sie hat es wirklich auf diesen Hamster abgesehen und guckt den Preis gar nicht richtig an. Denn für die MSR gilt nur, je dicker der Hamster, desto mehr muss ich verknappen und ist er kurz vorm Verhungern, gebe ich ihm zusätzliches Angebot in den Markt. So, gucken wir uns das an. Beispiel von gerade. Deutschland steigt aus der Kohle aus. Die Knappheitserwartung für die Zukunft sinkt. Unternehmen haben weniger Anreiz, vorzusorgen. Der Preis geht runter, der Hamster wird schlank. Was macht die Marktstabilitätsreserve? Sie führt noch mehr Angebot in den Markt und macht also genau das Gegenteil von der Reserve, die gerade diese gute Welt beschrieben hat. Sie wirkt zusätzlich destabilisierend, die Marktstabilitätsreserve in diesem Beispiel. Und Adam Smith, der findet das richtig schlecht, weil das ist genau nicht so, wie er sich die unsichtbare Hand auf diesem Markt vorstellt und welche Ergebnisse da kommen sollen. Die MSR steht der Marktlogik diametral entgegen. Damit aber nicht genug. Denn in einer starren Regelung legt die MSR Emissionsrechte still und zwar aus sich heraus. Das heißt, sie legt umso mehr still, je mehr sie selbst gehamstert hat, je mehr sie selbst aufgenommen hat.
dann sinkt zwar das Gesamtbudget und ist also, ne, also es reduziert das Gesamtbudget bis 2050, die Klimaziele werden schärfer, aber das tut sie auch genau wie ihre Marktreaktion kontraintuitiv. Sie wird in unserem Beispiel ja leerer statt voller. Das heißt, die Nachfrage sinkt, sie wird leerer, das heißt, sie löscht auch weniger. Das heißt, sie wirkt dem gut gemeinten deutschen Vorstoß in dem Sinne, Emissionsrechte nicht brauchen zu müssen, die Nachfrage zu reduzieren durch den Kohleausstieg, entgegen, indem sie weniger löscht. Die Klimawirksamkeit von überlappenden Maßnahmen aller Art wird somit verringert. Und die Marktstabilitätsreserve, ja, kreiert da ein ganz schönes Chaos. Und wir sehen das an unseren Firmen, die empfinden das natürlich auch so. Und man kann sagen, der Fokus auf den Hamster als ungeeignetes Signal für Knappheit ist eigentlich hier das Problem, weil so unterschiedlich ist die Darstellung ja auch gar nicht. Und der Preis wird damit volatiler, das zieht gegebenenfalls hier auch wieder mehr Spekulation an und das Ganze führt dazu, dass wir arge Probleme bekommen. Unsere Analyse zeigt das auch im Detail und ich möchte das jetzt hier zum Abschluss Ihnen noch einmal zusammengefasst darstellen. Der Hamster, die Emissionsrechte, die zur Seite gelegt wurden, die sind nicht das Problem und die Unternehmen sind auch nicht das Problem, sondern es ist einfach kein gutes Signal für Knappheit, der Preis aber schon. Und wenn Sie das hier sich hier angucken, das sieht jetzt erstmal erschlagend aus, aber Menschen sind gut in Mustererkennung. Die Marktstabilitätsreserve, so wie sie jetzt ist, reagiert auf Nachfragerückgang erwarteten oben oder das Gegenteil, wenn die EU die Ziele verschärft, unten dargestellt, genau in die andere Richtung. Und das führt zu den Ergebnissen, die ich erwähnt habe. Das ist nicht wünschenswert und Adam Smith in seiner eigenen Kategorie findet das nicht gut. Und wir sollten das für gegebenenfalls auch mal kritisch hinterfragen. Und das tun wir in der Analyse. Die Preisstabilitätsreserve, das, was wir vorschlagen, die erlebt das gleiche Phänomen auf den Märkten durch diese überlappenden Maßnahmen oder Erwartungsänderungen. Aber sie bewegt sich in die richtige Richtung. Sie sorgt für die Outcomes am Markt, die langfristig sinnvoll sind. Und das finden wir gut. Und das möchten wir gerne vorschlagen, darüber diskutieren. Und wir fassen das in einem Satz zusammen. Je glaubhafter und ambitionierter und vorausschauender Klimapolitik parallel zum EU-ETS betrieben wird, zum Beispiel durch Kohleausstiege und überlappende Maßnahmen, desto stärker arbeitet die Marktstabilitätsreserve in ihrer derzeitigen Ausgestaltung dagegen, desto geringer fällt die kombinierte Klimaschutzwirkung von EU-ETS und diesen Maßnahmen aus und desto größer ist die durch die Reserve verursachte Marktdestabilisierung. Ja, wenn das kein Schocker ist, dann weiß ich es nicht. Auf jeden Fall genug Diskussionsstoff für die Diskussion, die jetzt folgt. Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank, Max, für die Tour durch das Tierreich und das Runterbrechen der MSA auf das Klauen von Nüssen aus dem Backen des Hamsters. Das war ein weiterer Versuch in unserer Reihe sozusagen, die MSA greifbar zu machen. Ich hoffe, es ist uns gut gelungen. Wir haben ja hier sozusagen den Luxus in der Reihe der Diskussionsteilnehmer, dass sich eigentlich schon alle gut auskennen. Ja, also das war jetzt eher sozusagen für die Teilnehmer gedacht, die noch nicht so nah dran sind. Deswegen möchte ich jetzt hier nochmal zurückfragen, über das Funktionieren der MSR an sich besteht jetzt soweit sozusagen Kenntnisstand, beziehungsweise allen ist klar, wie das Grundprinzip ist. Oder sollen wir hier nochmal auf irgendwas eingehen? Das ist nicht mehr notwendig. Also ich glaube, Max hat das gut zusammengefasst. Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich die Geschichte mit dem Hamster. Also wir versuchen den Markt so zu steuern, dass wir gucken, was ist eigentlich schon auf die Seite gelegt worden, was besitzen eigentlich Firmen und versuchen dadurch Stabilität herzustellen. Aber das Problem ist eigentlich, dass das ist, was in der Vergangenheit liegt. Und die eigentliche Stabilität, die eigentliche Knappheit bekommen wir über den Preis. Also sozusagen, wenn wir den Preis stabilisieren wollen, müssen wir auf den Preis gucken. Das ist im Prinzip im Kern die Logik hier, und weil das nicht mehr passiert, beziehungsweise auf komplexe Art und Weise passiert, und das war sozusagen das pädagogische Element in diesem bunten Bild, bekommen wir ein System sozusagen, das wirkt, wie wir es eigentlich nicht, das eigentlich falsch konstruiert ist und sozusagen die Preisbildung auf extreme Art und Weise verkompliziert.
Ja, das sozusagen nur nochmal als kurze Bestandsaufnahme der MSR bzw. unsere Analyse. Und damit wollen wir jetzt eigentlich starten. Also das, wir im Kern ja sagen, ist, dieses Ding hat ein Problem, denn es ist falsch konstruiert. Und wenn wir damit weitermachen, dann segeln wir in die falsche Richtung, um das jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen. Und damit möchte ich anfangen. Also das kann man teilen, das kann man nicht teilen. Und ich möchte jetzt beginnen mit dir, Juliette. Ihr habt im April ein Gutachten rausgebracht, wo ihr eine Verstärkung der MSR in verschiedenen Bereichen empfiehlt. Und das legt natürlich nahe, dass ihr da eigentlich weniger kritisch seid. Ja, wir sind in der Tat weniger kritisch und glauben auch, dass man mit der MSR arbeiten kann. Also wir haben auch nicht versucht, den Rad neu zu erfinden in der Tat in der Studie, sondern wir sind, die Fragestellung in der Studie war, welche Reform im Emissionshandel stattfinden muss, damit wir das neue EU-NDC in 2030 erreichen können. Und wir haben da uns angeguckt, welchen Anpassungen der Obergrenze stattfinden muss, welchen Rebasing wir machen sollten und welchen Reform der Marktstabilitätsreserve. Und die Ergebnisse zeigen einerseits, dass es möglich ist, mit der MSR zu arbeiten und die Ziele zu schaffen. Andererseits, es ist schon klar, das zeigt auch die Studie, da haben wir 1300 verschiedene Reformoptionen kombiniert, dass das sehr komplex wird. Und ich habe heute schon zwei Präsentationen eure Analyse gesehen und ich habe immer noch nicht alles verstanden. Ich bezweifle, dass es viel einfacher ist als das andere System, was es schon gibt und was viele schon verstanden haben. Jetzt frage ich mich am Ende, ich meine, ETS verstehen schon ungefähr die Obergrenze, das war ein bisschen trivial. Die MSR, das verstehen vielleicht noch 100 Leute in der EU. Jetzt die Reform der MSR werden am Ende 10 Leute verstehen. Da ich die Komplexität nimmt wirklich zu. Und das ist ein Problem, weil wir, also ich kann es nur sagen, ich als Lobbying-Zeuge sozusagen, ich bin seit 2007 tätig im Emissionshandelfeld und ich habe mit verschiedenen Entscheidungsträgern schon gesprochen, auf EU-Ebene, auf deutschen Ebene etc. Also auf deutscher Ebene, das BMU ist klar, hat alles verstanden. Aber wenn das jetzt, wenn man Gespräche hat in Brüssel mit europäischen Abgeordneten, da oft haben die 30 Minuten im Mickey-Maus-Bar, also ganz viel Lärm um sich und dann muss man in 30 Minuten alles sagen, das ist einfach wirklich schwierig. Und deshalb ist meine Empfehlung, mit den Sachen zu arbeiten, die wir eigentlich schon haben. Und ich meine, das war wirklich mühsam, diese Reform. Wir hatten erstmal Backloading, das war ja auch ein bisschen eine fragwürdige Geschichte. Dann haben wir Marktstabilitätsreserve und ich glaube, das kann schon funktionieren. Und wir können jetzt keine Zeit verlieren, eine neue Sache jetzt zu gründen, wo wir wieder 3 Jahre Verhandlungen in Brüssel verlieren, um die richtigen Schrauben zu drehen. Ja, Herr Hein. Vielen Dank. Zunächst bin ich nicht ganz einverstanden mit dem, was Sie zum Schluss gesagt haben, dass das falsch konstruiert sei. Ich glaube, wenn man fair ist, muss man sagen, die MSR ist ja aus 2015. Da war das größte und einzige Problem, war, wie kriege ich den wahnsinnigen Überschuss aus dem System, der sich bis dahin aufgebaut hatte. Und deswegen hat man, nachdem man erst Backloading da gemacht hat, was wir ja gar nicht gut fanden, also als politischer Eingriff in das ganze System, wenig transparent, hat man sich auf die MSR geeinigt und die das praktisch automatisch nach Regeln, ohne dass da groß eingegriffen werden kann von außen, diesen Überschuss abbaut. Und das hat sie gemacht. Kann man, glaube ich, fairerweise sagen, sie baut und ist immer noch dabei, aber für was sie gedacht war, die MSR, das hat sie gemacht. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist ja, haben Sie auch gestellt, und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt ja sind, ist sie
nachdem sie ihre Aufgabe, für die sie eigentlich gemacht war, erledigt hat, ist sie immer noch das richtige Tool in diesem ganzen Kontext, um jetzt auch in der vierten Handelsperiode praktisch marktstabilisierend zu wirken. Und da kann man natürlich Zweifel haben. Und da kann man natürlich fragen, ist dieser TINAG der richtige Indikator? Ich persönlich glaube das auch nicht. Also Sie haben ja gesagt, wir haben schon das eine oder andere Mal gesprochen. Ich tendiere viel zu den Aussagen, die Sie machen. Ich muss dazu aber auch sagen, im BDI ist die Einstellung zurückhaltend, glaube ich, kann man das formulieren, im Sinne von ein bisschen puristisch. Also das ETS ist ein Mengensystem und dann kann da jetzt nicht irgendwie ein Preis kommen, um irgendwas zu steuern. Ich persönlich, wie gesagt, meine persönliche Meinung, ich sehe das ein bisschen anders. Ich kann mir durchaus ein Hybrid-System vorstellen, wo man praktisch die Mengen, das Mengensystem lässt, wie was hat. Aber als Kriterium, ob der Markt in guter Verfassung ist, durchaus auch sich einen Preis anschaut. Das kann ich mir persönlich vorstellen. Beim BDI sind wir da zurückhaltend, wie gesagt. Und noch ein Punkt, wenn ich das auch von der Vorrednerin eben noch aufgreifen darf. Ich glaube, weil sowieso alles aufgemacht wird. Wir kriegen innerhalb dieses Jahres 54 neue Verfahren, neue Vorschläge von der Kommission. Davon hat jeder, mehr oder weniger, aber jeder hat was mit Klima zu tun, mit Emissionsminderung. Es werden so viele bewegliche Teile auf einmal praktisch da sein. Ich tendiere dazu zu sagen, dann kann ich auch die MSR gleich noch richtig machen, besser machen. Und dann gehe ich vielleicht doch in Richtung dessen, was Sie sich da vorstellen. Danke. Also das ist ganz interessant, weil es natürlich jetzt ein Blick auf auch Reformen sind. Ne? Juliette, du sagst, also wenn wir schon mal was haben, was da ist, warum nicht dann damit arbeiten und sozusagen das Gute mitnehmen. Herr Hein guckt eher sozusagen auf die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten. Und wenn wir schon mal alles aufmachen, dann können wir sozusagen auch das sehr Komplexe rausnehmen. Ich glaube, das ist schon auch ein entscheidender Punkt. Ne? Also womit sind wir jetzt, also was haben wir uns aufgebaut und wollen wir mit dem arbeiten, was wir haben? Oder sind wir eigentlich, wollen wir die Reform auch so verstehen, dass sie sozusagen Dinge wieder rausnimmt und auch Komplexität reduziert? Ja, und ich glaube, das ist bei der MSR insbesondere eine sehr relevante Frage. Frau Perret, ist die MSR überhaupt bei Ihnen ein Thema? Oder nicht? Also, ich sag mal, der Emissionshandel ist natürlich ein Thema. Also der Emissionshandel als Ganzes mit, da gehört natürlich auch die Marktstabilitätsreserve zu, klar. Und natürlich auch sozusagen, was erwarten wir an Preisbildung, was erwarten wir auch an Mengen. Ich meine, klar hängt das natürlich zusammen und wie Herr Hein auch schon sagte, ja, sie hat jetzt erstmal ihren Zweck erfüllt und eigentlich einen Preis, sag ich mal, vorweggenommen, den wir jetzt schon sehen durch die Mengenverknappung, der sich halt sonst später eingestellt hätte. Und das ist, denke ich, auch so ein bisschen aus meiner Sicht oder aus unserer Unternehmenssicht so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich meine, wozu oder was ist der Anreiz, der hinter einem solchen System steht? Er soll ja, ich sag mal, die Industrie freundlich in die Richtung schieben, dass sie dekarbonisiert und dann auch andere Prozesse installiert in ihren Produktionsmix und ist dann eben an ein, ich sag mal, sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Industrien, die auch unterschiedlich funktionieren, gerichtet mit einem einzigen Preis, der halt das Ziel hat, in diese Richtung zu steuern. Und das an sich ist schon schwierig, finde ich, weil die halt unterschiedliche Vermeidungskosten haben, unterschiedliche Transformationskosten haben und in den Sektoren und mit Blick auf die einzelnen Produkte auch unterschiedliche Zahlungsbereitschaften seitens der anderen Marktteilnehmer bestehen. Und letztendlich als Unternehmen muss ich ja auch gucken, wie verschaffe ich mir sozusagen die nötige Zeit und die nötigen Geldmittel, um mich dann auch in der verbleibenden Zeit, weil ich weiß ja, 2050 gibt es schlichtweg keine Zertifikate mehr, also zumindest erstmal nicht käuflich zu erwerben. Wie schaffe ich mir diesen Raum und diese Luft zu atmen, um dann auch transformieren zu können? Und dass dann sozusagen die Marktstabilitätsreserve
eine definierte Menge, die ja auf ein Ziel zusteuert über das Mengensystem, und das lassen wir mal die Anpassungen außen vor, also die macht da ja einen Eingriff, indem sie da was wegnimmt, was mir eigentlich, ich sag mal, schlichtweg als Emissionsrecht irgendwo noch zusteht und das dann auch rauslöscht. Das verschärft ja für mich nochmal zusätzlich die Situation und nimmt mir auch die Zeit, mich zu transformieren. Und das jetzt sozusagen auf die Menge geguckt, finde ich jetzt schon schwierig. Also Sie hätten sich im Prinzip gewünscht, sozusagen die ganze Sache von vornherein sein zu lassen. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Also ich sehe ja schon die Impulse und die Anreize, die dadurch gesetzt werden sollen, ne? Ich finde es nur schwierig, wenn man halt jetzt als auf Seiten der Industrie noch stärker unter Druck gesetzt wird. Weil das einfach Prozesse sind, die auch Zeit in Anspruch nehmen und auch häufig die Transformationsprozesse jetzt nicht allein in meiner Hand liegen. Also wir sind ein energieintensives Unternehmen, wir brauchen viel Strom, wir brauchen viel Dampf und das kann ich nicht alles aus eigener Kraft, diese Transformation bewältigen. Da bin ich natürlich auch darauf angewiesen, dass dann eben diese Energien, die ich benötige, dann irgendwo auch entweder klimaneutral herstellbar sind durch mich, indem ich halt entsprechende Brennstoffe einfach in einer guten Verfügbarkeit habe oder eben den Strom in einer guten Verfügbarkeit. Ja, also ich glaube, auf die Frage der Preise, wenn wir dann später nochmal zurückkommen, jetzt wollen wir sozusagen erstmal die MSR festnageln auf ihr Gutes und ihr Schlechtes. Herr Köhler, die MSR war ein retrospektiver Eingriff in den Markt. Ich glaube, das kann keiner bezweifeln. Damit können Sie doch eigentlich nicht zufrieden sein, oder? Klar. Also, ich meine, wenn wir über einen nicht künstlichen Markt reden würden, würde ich sagen, klar, jeder Markteingriff ist Mist als FDPler. Aber wir sind ja in einem künstlichen Markt, der ich finde, man muss den ETS durchaus erstmal als politisches Instrument verstehen. Als politisches Instrument, weil Sie eben nach der Ontologie eines Emissionshandels fragten, naja, Sie schaffen eine künstliche Knappheit, die Sie nicht durch irgendwelche Entwicklungen haben, sondern die Sie auf dem White Paper erstmal festschreiben. Und von der ausgehend Sie dann darüber nachdenken, wie können wir ein Gut so verknappen, dass möglichst externe Kosten internalisiert. Und das ist ja an sich eigentlich als Politiker sucht man immer nach dem optimal, oder hoffentlich sucht man das immer nach der optimalsten Lösung, um was zu schaffen. Aber es ist jedem Politiker, zumindest den meisten, die ich kenne, ist klar, dass sie Dinge nicht von Scratch schon perfekt machen können. Also ne, ich habe eine kleine Tochter, die ist 1, die fällt im Moment noch deutlich öfters auf die Nase, als sie gerade ausläuft. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie in einem halben Jahr, mein Sohn ist inzwischen 5, ich habe es schon mal mitgemacht, den ganzen Prozess, dass sie in einem halben Jahr laufen kann. Und das ist so das Gleiche bei einem Emissionshandel. Wenn wir jedes Instrument sofort perfekt designen müssten, bräuchte man keine Politik mehr. Dann bräuchte man vielleicht noch wissenschaftliche Berater und irgendwie Verwaltungsangestellte, aber Leute, die sozusagen auch mal eine harte Entscheidung treffen und das Risiko eingehen, dass ein Instrument nicht funktioniert, das ist ja meiner Meinung nach genuine Aufgabe von Politik. Und deswegen würde ich auch zu Ihrer Studie beziehungsweise zum Vergleich zur WWF-Studie sagen, dass sie wunderbar sind, beide sehr spannend, aber zum falschen Zeitpunkt im Zeitverlauf kommen, quasi. Also sie sind gut und sie sind auch richtig, um das vorherzusagen. Nur die Frage, welche der beiden Instrumente man umsetzt, hängt, glaube ich, von einem ganz entscheidenden Faktor ab. Und Herr Heiner hat es gerade angesprochen. Denn wenn ich die Studie richtig verstehe, und Sie haben gesagt, ich bin Philosoph, das heißt, kann ökonomisch alles Nonsens sein, was ich jetzt nächstes sage, dann korrigieren Sie mich. Wenn ich Ihre Studie richtig verstehe, ist die MSR vor allen Dingen ja dazu ungeeignet, künstliche Markteingriffe der Politik, die von oben auf oktroyiert werden, umzusetzen. Das heißt, Kohleausstieg in Deutschland, wir entscheiden uns früher, zum Beispiel in Deutschland die Mengen zu reduzieren. Und das wird von der MSR sozusagen konterkariert. Obwohl die MSR ja schon mehr tut, als gäbe es keine. Weil wenn wir aus der Kohle aussteigen würden in einem ETS ohne Marktstabilitätsreserve oder Preisstabilitätsreserve, hätten wir sofort einen Wasserwetteffekt. Und dann bräuchten wir gar nicht aus der Kohle aussteigen, wenn wir in einem europäischen Energiesystem wären. Das heißt aber doch, die Frage wird ja sein, schafft es die EU, sich auf ein einheitliches System zu einigen und zu sagen, wir führen auch mittelfristig alle Sektoren in den ETS und legen ein Cap fest, das sich auf das Klimaziel, das wir uns in Paris geben, anziehen, dann meine ich, kann man auch bei einer MSR bleiben, weil dann schlägt wahrscheinlich die Komplexität des Systems die Notwendigkeit, an anderer Stelle politisch einzugreifen.
Tun wir das nicht, bleiben wir bei einem Instrumentenmix, werden wir ja natürlich in den Sektoren, die ja immer weiter verknüpft werden, einfach aus natürlicher Art und Weise, immer mehr Eingriffe erleben. Und dann müssen wir, glaube ich, auch über eine Reform des MSR, der MSR vielleicht hin zu einer Preisstabilitätsreserve gehen. Letzter Satz, sorry, sonst habe ich so viel geredet. Sie haben recht, ich weiß nicht mehr, wer es sagte. Der sagte, dass das Thema so komplex ist, dass Politiker das eh nicht verstehen. Dem würde ich mich nicht, das kann gut sein, dass ich das Ganze immer noch nicht verstanden habe. Aber ich finde, es ist Aufgabe von Politik. Also es ist auch Aufgabe von einem Politiker, zu verstehen, was da passiert. Und man kann das auch tun, weil man ja viele kluge Leute anrufen kann und sich Dinge erklären lassen kann. Und ich glaube, das ist schon, das sollte auch auf EU-Ebene nicht davon abhalten, das bestmögliche Instrument zu finden, zumindest zu meiner Einstellung. Ja, besten Dank. Unsere Nummern und unsere E-Mail-Adressen haben Sie ja, ne? Also wenn sozusagen der Vortrag am Anfang noch Fragen offen gelassen hat, melden Sie sich gerne. Aber ich möchte zwei Sachen nochmal verstehen, bevor ich dann an Herrn Hein und an Grischer übergebe. Also Sie haben gesagt, unsere Studien sind interessant, aber sie kommen zum falschen Zeitpunkt. Das habe ich nicht ganz verstanden, beziehungsweise wie ich das interpretieren könnte, ist, dass man erstmal abwarten muss, ob man sozusagen eine Erweiterung des ETS hat, und dann stellt sich die Frage ganz anders. Ist, glaube ich, das so richtig verstanden? Ja? Absolut, genau. Und ob der angepasst wird, also ob der Senkungspfad angepasst wird auf Netto Null 2050. Also Ausweitung plus Anpassung Cap und Senkungspfad auf die entsprechende. Gut, aber steht dann hinter dieser Aussage nicht die Prämisse, dass wenn man dieses ETS ausweitet und absenkt, man eigentlich keine weiteren Politiken mehr sehen würde? Und das ist, glaube ich, also wenn wir mal zum Beispiel auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gucken und die Wellen, die es geschlagen hat, würde ich prognostizieren, dass wir genau das Gegenteil sehen würden. Wir werden einen Haufen weiterer nationalen Politiken sehen. Das, was wir in kleiner Andeutung im Kohleausstieg gesehen haben, werden wir in Zukunft in vielfacher Weise sehen. Also wir werden sozusagen das Problem gar nicht reduzieren, sondern wir werden es potenzieren. Aber dann haben Sie eine andere Art von Politik. Wenn Sie ein einheitliches Instrument haben, dann wäre ja jeder Politiker und jede Politikerin mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie nicht ihren zum Beispiel Kohleausstieg auf dieses Instrument ausrichten würden. Also sagen würden, ja, im Moment der Kohleausstieg ist ja einfach unabhängig vom ETS gemacht worden. Man hat sich einfach überlegt, ich will irgendwie eine Jahreszahl, damit ich irgendwie nicht mehr auf der COP als Fossil of the Day bezeichnet werde und mir irgendein Dinosaurier verliehen wird, will ich unbedingt aus der Kohle aussteigen. Ich interessiere mich gar nicht für die Art und Weise, wie der ETS läuft. Für das ein, drop die Bombe, dass ich das machen will, sozusagen, um das mal etwas polemisch darzustellen. Und dann überlege ich mir erst im zweiten Schritt, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf meine Klimapolitik? Wenn ich aber ein einheitliches Instrument habe, das zum Beispiel den Verkehrs- und den Wärmesektor und dann auch den Landwirtschaftssektor irgendwann mit einführt und zum Beispiel Negativemissionen zur Verfügung stellt, um Ausgleichsmechanismen zu schaffen, dann habe ich ja als Politik auf einmal ein hohes Interesse daran, mein Instrument so zu designen, dass es zur MSR passt und entsprechend auch darauf zu achten, wie die funktionieren. Und dann, glaube ich, ist es durchaus möglich, auch mit den Vorschlägen vom WWF, wobei ich da nochmal über diese Frage, sozusagen, ob man nur die letzten Jahreszahlen mit einrechnet, diskutieren müsste, weil da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht dann doch konterkariert wird. Aber das ist eine andere Frage. Ja, das ist ja eine hervorragende Vision. Das ETS, das sozusagen keine Wünsche mehr offen lässt, dass ich würde sagen, das behalten wir uns mal im Hintergrund für den Folgeblock. Da komme ich gerne drauf zurück, aber drei Diskussionsteilnehmer juckt es schon unter den Fingern. Und zuerst war das bei Herrn Hein so. Herr Hein. Vielen Dank. Ich könnte jetzt zu einer mehrstündigen Vorlesung anheben, tue ich nicht. Aber ich wollte trotzdem auf ein, zwei, drei Punkte eingehen von Herrn Köhler. Künstlicher Markt und so, natürlich. Aber man hat einen riesen Bock geschossen, das hat mit Laufen lernen, glaube ich, nicht viel zu tun, dass man von vornherein ein exakt fest auf mehrere Jahre feststehendes Angebot niedergelegt hat, ohne, und zwar basierend auf Wachstumsannahmen, die damals schon jenseits von Gut und Böse waren, überhaupt nicht daran gedacht hat, zumindest ist das meine Wahrnehmung, und ich habe auch keinen Widerspruch gehört, wenn ich mal mit Jostelbeker oder so jemanden gesprochen habe, die das ja wissen müssten. Man hat überhaupt nicht daran gedacht, dass diese wunderbaren Annahmen, die man damals getroffen hat, tatsächlich falsch sein könnten. Wie sich herausgestellt hat, war es quasi fahrlässig, überhaupt keinen Mechanismus einzubauen, der eine Anpassung des Angebotes irgendwie zulässt, wenn die Nachfrage wegbricht. Das ist ja genau das, was wir gesehen haben.
Und deswegen war es, ich meine, das System dann schon 15 Jahre am Laufen. 2015 kam die MSR. Das war also sowas von überfällig, da so ein System einzubauen. Das heißt, die Schlussfolgerung daraus, ich brauche sowas wie die MSR. Also ein Instrument, wie immer das dann heißt, erstmal ganz allgemein, ich brauche ein Instrument, was mir erlaubt, regelbasiert, also nicht irgendwie, weil ich jetzt gerade Lust habe als Politiker, sondern regelbasiert das Angebot anzupassen an die Nachfrage ein bisschen auf jeden Fall. Der zweite Punkt kurz, auch das, was ich schon mal angerissen hatte mit, wenn ich sowieso alles aufmache, dann kann ich zum Beispiel auch den 12.4 mal vernünftig regeln. 12.4 für die weniger Eingeweihten, das ist der Artikel in der ETS-Richtlinie, der sagt, grob gefasst, auch alles ziemlich komplex, aber grob gefasst, wenn ich ein Kohlekraftwerk stilllege, dann muss ich auch die entsprechende Zertifikatemenge irgendwie rausnehmen aus dem System. Das ist das Stichwort überlappende Politiken, das Herr Pahle jetzt auch schon ein paar Mal gebracht hat. Die Wechselwirkungen dieser ganzen Dinge, dass ich wechselwirke ja nicht nur innerhalb des ETS mit bestimmten Dingen, sondern mit dem Effort-Sharing, also mit den Nicht-ETS-Sektoren, mit der Energy Taxation Directive, mit. Also diese Wechselwirkungen sind hochkomplex und Mauro Petrigione hat das auch unumwunden zugegeben, als ich gesagt habe, das ist ja Wahnsinn, dass ihr da alles aufmacht, das ist doch fehleranfällig ohne Ende. Er hat das umgedreht und gesagt, ja, stimmt, aber es ist auch eine große Chance, dass ich Dinge, wenn ich sie in der Zusammenschau habe, wenn ich sowieso gerade schon alles offen habe, besser mache, als es vorher war. Und das ist im Prinzip das, worauf wir hoffen. Ich bin gespannt, aber das wäre zumindest die Hoffnung, die wir mit diesem Ansatz der Kommission jetzt im Juni dann verbinden. Soweit vielleicht erstmal. Ja, also das ist, wenn man so will, ne, also der Punkt, das Eingeständnis, brauchen wir so eine Anpassung nicht eigentlich sowieso immer. Ne? Ich meine, Gula, was Sie gesagt haben, ist eigentlich, wir starten, wir experimentieren, dann probieren wir ein bisschen was aus und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo das Ding stabil ist und funktioniert und die Sache ist geritzt sozusagen und Herr Hein bestreitet das sozusagen. Ich habe sie so interpretiert, dass wir in einer beständigen Situation sind, wo wir irgendwie Anpassungen haben, wo regelbasierte Anpassungen eigentlich das ist, worauf wir hinaus wollen. Ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen. Entschuldigung. Ja, das dann machen wir das nochmal. Sorry, nur ein Satz, dass wir eine Art von Stabilitätsreserve brauchen, ob Markt oder Preis, kann man jetzt diskutieren. Aber dass man eine braucht, das war meiner Meinung nach der Lernprozess, dass man gecheckt hat, wir brauchen ein Instrument, dass es uns ermöglicht, im Markt sozusagen das Angebot nochmal auf andere Art und Weise, und zwar regelbasiert, zu lösen. Nicht nur, weil wir das anpassen müssen, sondern auch, weil wir den Erwartungsdruck der Unternehmen ja auf so ein solches Instrument irgendwie eichen müssen, damit das passiert, was jetzt passiert ist, wir von 3 Euro auf jetzt, was sind wir, 50 Euro, glaube ich, hochgehen. Aber darf ich dem jetzt einfach mal widersprechen? Also ich meine, ich habe ein System, das steuert mich bis 2050 auf null. Ja? Dann habe ich keine Zertifikate mehr und ich habe damit keine License to operate. So, vielleicht ist es jetzt 2045, vielleicht ist es irgendwann auch 2040, aber für mich als Unternehmen ist vollkommen klar, irgendwann gibt es keine Zertifikate mehr und wenn ich dann noch irgendwas emitiere, dann bin ich einfach weg vom Fenster. So. Und das Ganze wird jetzt umso schwerer für mich, je höher der Preis, den ich in der Zwischenzeit für die CO2-Emission zu zahlen habe, wird, weil das einfach meine Wirtschaftskraft schwächt. Ich bin jetzt mal ganz provokant, ja? Und da ich aber diese Menge habe, ja, warum soll ich sie denn nicht irgendwie zu einigermaßen günstigen Preisen kaufen? Ich würde sowieso nicht mehr kaufen, als ich vorhabe zu emittieren, weil dann komme ich auch noch mal, da komme ich regulatorisch in ganz andere, das ist dann ein Finanzprodukt, da werden mir als Unternehmen ganz andere Pflichten nochmal auferlegt. Das ist für mich ein riesiger Aufwand. Ich sage jetzt mal, habe ich kein Interesse dran. Ich möchte diese Zertifikate haben, damit ich meine License to operate habe. Und wenn ich da eine ausreichende Menge von in meinem Hamsterkäfig habe, dann habe ich mir zumindest mal Zeit verschafft, um halt zu hoffen, dass vielleicht die Rahmenbedingungen, die ich brauche, auch da sind und die Technologien, die da sind, die ich dann aktiv auch entwickle, damit ich das auch schaffe, bis dahin zu transformieren. Und eine MSR brauche ich dann vielleicht an dem Moment,
Und da würde ich jetzt wiederum, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es zum falschen Zeitpunkt kommt, brauche ich zu dem Moment, wo ich dann sage, verdammt, jetzt geht der Preis derartig durch die Ecke und durch die Decke, dass ich da vielleicht auch nochmal in wirtschaftliche Schwierigkeiten durchgeraten kann. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es natürlich auch immer ein ganz, ganz großes Leitmotiv in der Ökonomie ist, planen eigentlich Volkswirtschaften und planen Unternehmen in Mengen oder in Preisen? Und so habe ich Sie gerade ein bisschen verstanden, Frau Perret. Also sozusagen, Sie planen eigentlich in Mengen, die Sie brauchen, und dann gucken Sie nochmal auf den Preis sozusagen, wie teuer ist das eigentlich. Ich würde das auch nochmal sozusagen als Merkposten mitnehmen, weil wenn wir gleich stärker über die Zukunft sprechen, dann würde ich damit auch nochmal einsteigen. Ich möchte aber zuerst nochmal an Juliette übergeben und dann nochmal an Krisha, um vielleicht nochmal auf diese anderen Fragen der NSR zurückzukommen. Juliette. Ja, danke. Ja, ich wollte nochmal zu dem künstlichen Markt kommen. Also in der Tat, es ist ein künstlicher Markt und der ist seit Anfang an falsch kalibriert. Das ist ja ganz klar, weil der Cap immer höher war als die Emissionen. Und deshalb, wenn Frau Perret sagt, mit der MSR nimmt uns die Politik, die Zertifikaten weg, die uns zustehen, finde ich da ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt ein Cap-and-Trade-System ohne Cap schon die ganze Zeit. Und deshalb, der Cap war von Anfang an falsch kalibriert, weil die Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene so langwierig ist. Ne? Sie haben ja erstmal einen Vorschlag der Kommission, dann müssen Sie eine Einigung im Rat erzielen, dann müssen wir eine Einigung im Europaparlament erzielt. Ich kritisiere das nicht, das ist Demokratie. Ich sage ja nur, das ist 2 Jahre und es werden sehr viele Interessen irgendwie berücksichtigt und am Ende kommt so ein Mischmasch. Und übrigens, also wir haben jetzt gar nicht die kostenlose Zuzahlung hier angesprochen, aber das ist eigentlich das größte Marktversagen seit Anfang an. Es ist ja ganz klar, zwischen 21 und 30 werden 6 Milliarden kostenlose Zertifikaten aufgeteilt. Da sind ja mit jetzigen CO2-Preisen 300 Milliarden an Versteigerungsannahmen, die wir verlieren. Ich will ja einfach sagen, wir haben in Zukunft bis 2030 haben wir ein NDC, das ist das erste Mal. Das ist eine internationale Verpflichtung und da müssen wir als EU auf -55% kommen. Das ist internationales Recht, das haben wir einfach beschlossen. Und da erlaubt auch kein Banking, das erlaubt eben keine Überschüsse im System. Wir müssen da Punkt Lending genau. machen. Da bin ich auch völlig dabei. Ne? Also ich meine, wir haben ja ein Cap. Das Cap ist dann halt angepasst worden. Vielleicht war es am Anfang zu hoch. Ne? Man hat den linearen Reduktionsfaktor angepasst. Man hat auch schon Zertifikate dem Markt entzogen. Das kann ich ja alles tun. Die Frage ist, muss ich es über eine MSR tun? Dann explodiert der Preis. Ne? Wenn wir jetzt komplett ohne MSR, wenn wir die MSR killen, alles löschen, was drin ist, und dann auf 55 anpassen, glaube, dann reden wir nicht über günstige Preise. Ne? Na klar, dann deswegen sind wir bei einem Preissprung. Vielleicht ist ja deswegen dann so eine preisliche MSR auch durchaus interessant. Now we are talking. Krisha. Ja, vielen Dank. Wir sind ja schon irgendwie in the heat of the action. Also wir sehen, da geht es um vieles, es geht um Mengen und um Preise und es ist komplex. Und ich möchte nochmal auf das erste Statement von Frau Grandbré zurückkommen, die sagte, es ist schon ein extrem komplexes System und es ist unheimlich schwierig, das irgendjemand in einer halben Stunde zu erklären. Ich kann selbst, also ich arbeite seit Jahren daran. Ich habe es erstmal Jahre gebraucht, und nicht alleine, sondern mit Unterstützung von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, um das zu verstehen, was ich jetzt verstehe. Und vielleicht in 2 Jahren verstehe ich noch viel mehr. Und dann habe ich nochmal 2 Jahre gebraucht, um das zumindest ansatzweise in 5 Minuten erklären zu können und nicht mehr 50 Minuten zu brauchen. Selbst für Personen, die schon in der Materie drin sind. Früher konnte ich das alte ETS konnte ich abends im Pub erklären. Das ginge. Das ist inzwischen nicht mehr möglich. Und das ist tatsächlich ein ganz großer Fallstrick, denn diese MSR ist so komplex und zwar nicht unbedingt die technischen Regeln, die kann man irgendwie in 5 Minuten auswendig lernen. Das Komplexe ist deren Wirkung und die ist tatsächlich so, so unerhört, dass man ganz oft vereinfachen muss. Und wenn Frau Grandbré sagt, sie kann mit dem jetzigen System arbeiten,
dann liegt das zumindest auch daran, weil das Modell, das Ihrer Studie zugrunde liegt, so vereinfacht, und zwar an einer zentralen Stelle, nämlich Preise werden nicht berücksichtigt. Es gibt keine Kostenfunktion, es ist de facto kein Markt, das Modell betrachtet, sondern es sind fixe Emissionswerte. Und das heißt alles, also diese ganze Hamstergeschichte, die Maximilian Willner vorhin erzählt hat, da wo es aus unserer Sicht schief geht, das existiert in diesem Modell überhaupt nicht. Das heißt, natürlich können Sie mit der MSR arbeiten, die Sie in Ihrem Modell haben. Das ist nur nicht die MSR, die da draußen lebt und die da draußen mit dem Markt interagiert. Und das ist sozusagen vollkommen verständlich, und sozusagen Ihr Modell basiert unter anderem auch auf, oder es passt sozusagen zu einer Analyse, die ich 2018 gemacht habe. Das Problem ist, 2018 ist schon lange her. Der Erkenntnisprozess in der Wissenschaft ist in diesen 3 Jahren enorm fortgeschritten. Und genau diese ganzen preisübermittelten Effekte, diese ganzen Erwartungseffekte, die die MSR auslöst, die sind da noch nicht mit drin. Das gilt für mein altes Modell genauso wie das sozusagen, auf das Ihre aktuelle Analyse ist. Und dann kommt es eben auch zustande, dass das, was Herr Köhler vorhin gesagt hat, die Aussage nämlich MSR und Kohleausstieg ist ja besser als das alte EUTS und Kohleausstieg. Das ist genau die Krux. Das ist nämlich nicht der Fall, zumindest nicht zwingend. Es kann tatsächlich sein, gerade eben, wenn Sie den Kohleausstieg schon sagen, gut voraus ankündigen, nämlich sagen, oh, in 5 Jahren, dann machen wir es wirklich, dann schalten wir die ganzen Dinge ab. Also wenn es vorhersehbar ist, dass es da einen großen Einschnitt gibt, dann führt die MSR tatsächlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Reaktion des Systems ist, insgesamt mehr Zertifikate zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir schalten Kohlekraftwerke ab und am Ende dürfen alle zusammen mehr emittieren. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist das Gegenteil von Klimaschutz. Ja, da kommt aber der 12.4 rein. Ne? Also. Genau, also das ist erstmal noch, das ist einfach nur das Abschalten der Kohlekraftwerke. Dazu kann man dann noch sagen, okay, wir löschen dann noch. Damit kann man das zum Teil wieder zurücknehmen. Aber dann muss man erstmal löschen, um wieder auf 0 zu kommen. Und dann müssen Sie noch mehr löschen, um tatsächlich Klimawirkung zu erhalten. Das heißt, diese Idee, die auch im Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung verankert ist, dass die MSR uns das Löschen erleichtert, weil wir ja weniger löschen müssen, weil die MSR schon einen Teil davon tut, der funktioniert nicht. Man muss tatsächlich genauso viel löschen wie ohne MSR, um die volle Klimawirkung zu kriegen, weil die MSR tatsächlich dagegen arbeitet, anstatt für einen, zumindest in bestimmten Zeitabständen. Und das ist, also mir ist vollkommen klar, das kann man so schnell nicht verstehen, aber das ist das Problem. Genau, an dieser Stelle müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen weg von den Mechanismen gehen und einfach mal so ein bisschen so eine Vogelperspektive einnehmen. Das ist natürlich für die innere Mechanik extrem wichtig, aber jetzt sagen wir mal, wir sind ein Industrieunternehmen, zum Beispiel Covestro. Wir wissen, es gibt eine MSR und die ist auch Teil des Systems. Aber was uns hier eigentlich interessiert, und ich glaube, das interessiert nicht nur Covestro, sondern das interessiert, glaube ich, alle. Und ich glaube, darüber gibt es eine große Einigkeit. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen. Wir wollen einen Emissionshandel, der stabil ist. Ich glaube, dem hat hier keiner widersprochen. Ne? Und das ist einfach jetzt sozusagen für uns die große Frage, was ist denn eigentlich Stabilität? Was bedeutet Stabilität? Woran machen wir das fest? So, und wenn wir jetzt in der Vergangenheit unterwegs waren, haben wir gesehen, da gab es ja niedrige Preise. Niedrige Preise haben... Also da stellt sich die Stabilitätsfrage ja gar nicht, weil da eigentlich gar nichts, also das ist sozusagen vielleicht eher eine Dysfunktionalitätsfrage. Aber jetzt haben wir in den letzten Wochen ja gesehen, also wenn man sich die Preiskurve nochmal anguckt, wenn Sie sich die mal angucken von Ende Oktober letzten Jahres bis jetzt, ja, dann zeigt die steil nach oben. Man sieht es nicht, weil ich meinen Hintergrund habe, so ungefähr steil nach oben. Ne? Und wenn wir jetzt mal für den Moment so tun, als ob sich das fortsetzen würde, und wir kennen ja die Prognosen sozusagen für 2025, 2030, dann wird sich das verdoppeln, verdreifachen. Und damit müssen wir jetzt irgendwie leben. Und was ist denn jetzt eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt darstelle, eigentlich Stabilität? Oder was ist Instabilität? Wenn man nur mal auf den Preis guckt. Also das würde mich jetzt mal interessieren, wie Sie das definieren. Ja, und dann ein bisschen von der MSR wegzugehen, sondern eigentlich, was sind die Ansprüche, die wir hier hätten? Ja, also die stark fluktuierenden Preise, die wir halt auch sehen. Ich würde sagen, die sind insbesondere auch mit Blick an Maßnahmen, die diskutiert werden, die jetzt irgendwo an den ETS auch gekoppelt sind, schwierig. Also wenn ich jetzt wirklich hinterher nochmal Instrumente damit verlinke und dann eine starke Fluktuation bei Preisen habe. Das ist sicherlich auch, ich sag mal, durch Finanzakteure am Markt
hervorgerufen. Das ist ja, denke ich, relativ klar auch mittlerweile, dass das einen Effekt macht. Und ja, ich denke auch, wenn die Preise hinterher durch die Decke gehen, dann macht das an Stellen in der Industrie Probleme. Weil eben einfach viele Technologien noch nicht so weit sind, dass ich sie in naher Zukunft da so stehen habe, in dem Volumen und dem Umfang, dass sie halt die alten Technologien ersetzen können. Und die sind halt einfach auch noch nicht wirtschaftlich. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Also da kommt einfach ein erheblicher Druck auf die Unternehmen. Nicht auf alle, ne? Kommt halt auch immer auf die Branche an. In der einen Branche ist es stärker, in der anderen ist es schwächer, aber das, ja. Also Sie würden sagen, Frau Paré, Stabilität ist für Sie sozusagen auch ein moderates Preisniveau. Ja, so. Und auch ein moderater Anstieg, ne? Ja. Also ich erwarte ja einen Anstieg, weil ich ja einer zunehmenden Knappheit ausgesetzt bin. Ja. Juliette. Ja, ich will eigentlich nochmal zurück zu der Situation, die wir haben. Also die ETS-Studie, die wir veröffentlicht haben vor 3 Wochen, zeigt eigentlich, dass wenn wir jetzt nicht die Reform der ETS und der Reform der MSR falsch machen, dass es ein riesen Risiko gibt ab nach 23, wenn die Intake Rate auf 12% zurückkommt, dass wir ein sehr großes Überschuss auf dem Markt kommt und dass wir wieder einen Preisabschluss haben. Das heißt, für uns ist es ja auch nicht gegeben, dass die Preise durch die Decke gehen, überhaupt nicht. Das muss erstmal die richtige Reform kommen. Und ich stimme Frau Perry überein, dass wir diese großen Schocks, die wir gerade sehen im Preis, die sind gar nicht gut. Und wir sagen auf jeden Fall, dass wir einen Mindestpreis bräuchten in diesem System, damit wir nicht wieder eine Dekade erleben mit Preisen von 5 Euro. Weil wenn wir das bekommen, dann werden wir auf jeden Fall das EU-NDC verfehlen 2030. Wir werden keinen Kohleausstieg wie 2030 haben, etc. Und zur Industrie, also ich will nochmal auf die kostenlose Zuteilung kommen. Ich weiß, das ist kein schönes Thema in Deutschland, aber da gibt es kostenlose Zuteilungen. Ich habe gerade nochmal gesehen, die Chemieindustrie hat letztes Jahr, das steht im DES-Bericht, hatte 93% Ausstattung. Das heißt, ich weiß auch nicht, warum die Industrie immer schreit nach, das ist zu teuer, weil die kostenlose Zuteilung ist eigentlich bis 2030 gegeben. Und meine Frage ist eher, was haben Sie eigentlich mit dem Geld gemacht? Also die Frage würde ich jetzt mal ausklammern. Ich glaube, es ist eine interessante Frage, aber nicht an dieser Stelle. Max, du hattest doch dich gemeldet und die Hand gehoben. Ist das, um was aus dem Chat oder aus dem Q&A reinzubringen? Genau, ich wollte kurz auf 3 Fragen hinweisen, die sich ja vielleicht anbieten, dann auch einzuflechten, weil einige Punkte wurden auch schon angesprochen. Wir haben einmal die Frage, wenn jetzt ein EU-ETS, ein zweites zum Beispiel in Europa eingerichtet werden sollte für Wärme und Verkehr, worauf ist denn dann zu achten? Also what are the learnings von dem, was wir jetzt gerade hier besprechen? Das ist vielleicht eine interessante Frage, da nochmal zum Schluss vielleicht drüber nachzudenken. Und dann natürlich auch eine politische Frage. Was passiert denn, wenn wir in Richtung 2050 kommen und die Reserven leer sind, die Preise sehr hoch sind und gegebenenfalls da Widerstände erreicht werden, die sich nicht mehr decken mit unserem Klimaziel? Also wie gehen wir denn damit um? Und wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, tatsächlich ja, jetzt schon wieder noch mehr zu vermeiden? Also das ist vielleicht noch ganz interessant. Und letztlich, was sind denn die Hürden, eigentlich eine PSR einzusetzen und woran scheitert es? Ja, danke, die nehmen wir mal mit. Ich glaube, an der jetzigen Stelle würde ich sie gerne nicht in die Runde werfen. Ich würde gerne an dem Punkt bleiben, wo wir aus meiner Sicht gerade sind und nicht für die zentralen Punkte halten. Ne? Es wurde jetzt 2-mal gesagt, die Preise können durch die Decke gehen. Und die Frage ist die Decke eigentlich schon erreicht? Und was verstehen wir die Decke? Wie definieren wir eigentlich die Decke? Ja? Also wo sind sozusagen die persönlichen Schmerzgrenzen oder wo sind sozusagen das, was wir ökonomisch und klimapolitisch akzeptieren können? Herr Heines, ist dazu?
Ja, irgendwie ist es alles dazu, aber also ich mache mir überhaupt keine Sorgen über sinkende Preise, ganz im Gegenteil. UK hat letztes Jahr die Tranchen von 2 Jahren versteigert, Covid haben wir. Wir werden einen TENAG am 15. Mai kriegen, der ist jenseits von Gut und Böse. Das heißt, die MSR wird rausziehen, und zwar kräftig rausziehen. Das wird den Preis weiter treiben. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um irgendwelche sinkenden Preise. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz auf das, ist die MSR richtig? Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir sagen, ja, die MSR ist richtig und wir nehmen das, die haben wir jetzt ja schon mal, also machen wir mit der weiter und wir schrauben nur ein bisschen an den Werten rum. An den Werten rumschrauben ist gut. Man muss unbedingt an den Werten rumschrauben, wenn ich es beibehalten will, weil das kam, glaube ich, auch gerade eben mal kurz, das Hedging-Verhalten ist ein völlig anderes als zu 2015, wo man die MSR eingesetzt hat. Da hat man gewürfelt. Es ist nur leicht übertrieben. Bei den 400 und 833 vornehmen nennt man das einen educated guess. Das war damals so. Kein Mensch weiß, ob diese Schwellen gut sind, ob die schlecht sind. Kein Mensch weiß das. Sie orientieren sich aber am Hedging-Verhalten von Kraftwerken, von Utilities. Und die Industrie hedgt ganz anders. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie, das erzählen die mir auch nicht, aber anders, das kann ich sagen. Und insofern muss ich garantiert an diese 2 Werte ran, wenn ich die MSR zumindest beibehalte, weil sich seit 2015 eben gewaltig was verändert hat. Dann hatten Sie noch nach Stabilität gefragt. Für mich ist Stabilität, wenn ich eine Regelung oder Regelungen auf den Weg bringe, deren Wechselwirkungen ich gesehen und verstanden habe, nicht nur gesehen und dann, ja, wird schon irgendwie gehen, sondern verstanden habe und da Dinge eben ausbügle, wo die sich in die Quere kommen, die verschiedenen Instrumente. Und dann lasse ich das System mal laufen. Das hat das ETS ja auch nie eine Chance gehabt, wenn man ehrlich ist. Das ist ja an einer Tour ist an diesem ETS rumgeschraubt worden. Und dann wird aber immer mit Lehrbuch Sätzen argumentiert. Im Lehrbuch ist die Situation sowieso ganz anders als in der Realität. Insofern halte ich nicht viel von diesen Lehrbuchsätzen. Also Stabilität ist für mich, wenn ich das vernünftig mache, im Sinne von, ich weiß, was ich da mache und dann lasse ich es mal laufen. Und ein letzter Punkt noch, den Herr Willner da angesprochen hatte, Learnings von dem System in Bezug auf das Neue, was wahrscheinlich vielleicht kommt für Gebäude und Transport. Ich glaube nicht, dass da viel Learnings gibt, weil das muss ein ganz anderes System sein. Das muss aus meiner Sicht zumindest ein Upstream-System sein. Und das ist noch wieder was anderes, als was wir jetzt haben, wo der letzte, der eigentliche Emittent im System ist. Also ich wäre vorsichtig mit Learnings, die ich jetzt auf irgendwas anderes übertrage. Ja, das ist immer gut, aber ich würde gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen. Ich habe auch Sie noch auf der Liste, Herr Köhler. Herr Hein, wann geht der Preis durch die Decke oder was muss passieren, damit der Preis durch die Decke geht und wie reagiert die Politik darauf, Ihrer Meinung nach? Darf ich nicht mal kurz einklinken? Also wir haben ja auch Studien dazu schon durchaus mal durchgeführt, ne? Also auch mit Future Camp seinerzeit und das ist halt von Industrie zu Industrie unterschiedlich. Also ein Preis, der den einen nicht stört, der tut dem anderen schon richtig weh. Ja. Und auch um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was wir denn mit dem ganzen Geld gemacht haben. Wir haben kein Geld bekommen aus dem EU-ETS-Handel. Wir haben Zertifikate bekommen. Und die Zertifikate, die verwenden wir, um unsere Emissionen da zu begleichen. Ja, und wenn wir sie noch nicht alle verwendet haben, weil wir noch welche auf unserem Bankaccount liegen haben, die werden wir noch brauchen. Also so vorausschauend agieren wir. Und viel kommt halt einfach auch tatsächlich über die Energie zu uns, über Strom und über Dampf. Okay, also das dürfen Sie noch hinterher schieben. Trotzdem möchte ich diese Frage ausklammern. Außer Herr Köhler will was zu Eigentumsrechten sagen aus philosophischer Sicht, aber ich würde ihm eigentlich lieber eine andere Frage stellen wollen. Ne? Ich fand es sehr gut, Frau Perret, dass Sie das nochmal unterstrichen haben. Also das kann man so pauschal nicht beantworten. Es gibt welche, denen tut es früher weh und welchen, denen tut es später weh. Und Herr Köhler, bei Ihnen habe ich auf Twitter habe ich ein interessantes Video gefunden, das die Überschrift hatte, das ETS, das härteste Klimainstrument der Welt. So,
Wenn ich das mal wörtlich interpretiere, heißt das ja, das ETS soll wehtun. Das ist ja genau die Idee an der Sache. Was würden Sie dazu sagen, wenn man jetzt von der Industrie hört oder sozusagen von anderen regulierten Firmen, dass das tut weh und das tut zu sehr weh? Glauben Sie, dass das ETS beliebig wehtun und beliebig hart sein kann? Nee, also ich glaube, dass das ETS das tun muss, was das ETS tun muss, und zwar die Menge begrenzen. Mir ist der Preis im ETS im ersten Schritt, ich sage nicht grundsätzlich, aber im ersten Schritt ist mir der Preis im ETS mir egal. Weil das nicht die Aufgabe des ETS ist, einen Preis festzulegen. Die Aufgabe des ETS ist erstmal dafür zu sorgen, dass wir Klimaschutz betreiben. Dass wir die Ziele, die wir politisch festlegen, auch einhalten und das absichern. Und das tut der ETS ja. Das ist ja, also es ist ja so auch bei dem niedrigen Preis, den wir vorher hatten, sozusagen, wir haben bisher die Ziele im ETS erfüllt, sogar übererfüllt. Ja, wenn Sie sich angucken, wie die Entwicklung war, ist das ja genau so gelaufen wie das aktuelle. Ich hätte auch gar kein Problem dabei, dass der ETS, wenn er international wäre, hätte ich auch gar keine Sorgen, gar keine Vorstellung darum, in irgendeiner Weise da rein eingreifen zu müssen. Weil sie dann keinen Carbon-Leakage-Effekt hätten und damit dafür sorgen könnten, dass sie weltweit die Klimaziele einpassen. Paris 2.0 wäre ein internationaler ETS, der sich nur noch gesteuert durch wissenschaftliche Erkenntnisse an einem internationalen CO2-Limit orientiert. Das wäre das perfekte Szenario. Dann wäre ich arbeitslos, also zumindest mein klimapolitischer Teil wäre arbeitslos, dann kann ich auch was zu Menschenrechten machen, aber dann müsste ich nichts mehr tun. Aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt, ich glaube, ich halte viel davon, dass wir ein Instrument einführen, das klar und verlässlich in der Planung der Emissionszertifikate ist und auch das auf europäischer Ebene. Aber dann müssen wir über sowas wie freie Zuteilung nachdenken. Weil eine freie Zuteilung natürlich einen anderen Effekt auch nochmal auf die Preisbildung hat. Aber, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Frau Perret gemacht hat. Die Frage ist doch, an welcher Stelle tut der Preis weh? Und wenn ich mit Industrievertreterinnen und Vertretern spreche und nicht so sehr mit den Leuten, die hier in Berlin sitzen, sondern den Leuten, die Anlagen planen, jetzt für die Zukunft, dann sprechen die selten über den Emissionshandelspreis. Das ist für die spielt für die eine Rolle, aber nur eine begrenzte. Für die ist der Energiepreis die große Frage. Und die Frage, ob sie an erneuerbare Energien kommen in Zukunft, und zwar in ausreichendem Maß. Das ist ein anderes Thema für heute, hat aber natürlich auf die Preiserwartung und die Frage sozusagen, wie hoch ist meine Preisschwankung, ganz, ganz einen riesen Anteil. Zur politischen Durchsetzbarkeit, eine Sache, da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Emissionshandel ein europäisches Instrument ist. Weil Einigkeit, auch in der Abschaffung dieses ganzen Instruments, wird super kompliziert. Und da ist sowas wie eine MSR, die kein Politiker versteht. Manchmal ist es nicht schlecht, wenn nur die Fachpolitiker verstehen, was man da gerade tut. Würde ich jetzt mal frech und frei hier behaupten. Das Problem ist, dass man die großen Linien vordefinieren muss. Und die kann ich mit einem Emissionshandel machen. Wie der dann ausgestaltet wird, also so eine MSR versus Preisveränderung, da kann ich dann wirklich was dafür, da muss ich dann mehr Fachpolitiker sorgen, die da was tun. Also das würde ich so nicht im Raum stehen lassen wollen, beziehungsweise das würde ich an einem Punkt anzweifeln. Ja, also ich meine, dass der Energiepreis eine große Rolle spielt, das stimmt natürlich, aber es unterscheidet sich von Industrie zu Industrie sehr, je nachdem, wie viel energieintensiv das ist, beziehungsweise wie viel Prozessemissionen man hat. Aber dann nochmal zurückzukommen und sozusagen so einen halben Übergang jetzt auch auf die Industrie zu machen. Also wenn wir die Situation haben, was ist sozusagen wirklich problematisch? Also ich glaube, eine Frage ist, Was würde passieren, wenn der Preis auf 100 Euro jetzt in den nächsten 3 Jahren steigt? Ja, diese Prognosen haben wir ja schon, das haben wir ja schon gehört. Ja, und dann steht hier im Raum, das wäre sozusagen desaströs. Das ist eine andere Meinung, die im Raum steht, ist, naja, solange wir freie Zuteilung haben, was ist eigentlich das Problem? So. Und das ist eigentlich der Bereich, der mich jetzt interessiert. So, kann man denn sagen, naja, solange es alles noch ausgestattet ist, was macht man sich Sorgen? Ja, dann verkauft man es halt einfach für teures Geld und kriegt das sowieso durch die freie Zuteilung kompensiert. Würde ich jetzt einfach sozusagen semi-provokativ in den Raum stellen. Danke. Wenn, nehmen wir mal an, der Preis steigt auf 100 Euro. Das heißt aber ja auch, im Innovationsfonds und im Modernisierungsfonds sind viel, viel, viel mehr Milliarden drin, als wir jemals gedacht hatten, zumindest letztes Jahr. Es kommt ja darauf an, was ich mit den Revenues mache. Wenn ich die nur einsacke als Staat und irgendwo verbrate, ohne dass klar wird, ich mache dafür was damit was für Klimaschutz, dann ist das ein Problem. Wenn ich
erkannt habe, dass meine Industrie auf dem Weg ist, klimaneutral zu werden. Sie gibt sich Mühe, in Anführungszeichen. Aber Frau Perrey hat das gesagt, es braucht Zeit. Das ist nicht für jeden gleich einfach oder schwer. Die Tatsache ist aber, dass wenn wir das in so kurzer Zeit machen, wie wir es jetzt machen, dann braucht die Industrie Unterstützung bei dieser ganzen Aufgabe. Und da kommt dann eben auch wieder das ins Spiel, was ich mit diesen Versteigerungserlösen mache, die zum Teil eben in den IF, in den MF gehen, aber eben erstmal auch bei uns in den Energie- und Klimafonds in Deutschland. Was mache ich mit diesem Geld Vernünftiges? Und da kann ich dann eben, ich glaube, da wollten Sie doch sowieso noch irgendwie rauskommen dabei, da kann ich nämlich zum Beispiel Carbon Credits for Difference zum Beispiel finanzieren oder andere schöne Dinge machen. Also der Hauptpunkt ist, der steigende Preis ist nicht per se ein Problem. Ich muss das auch wieder im Zusammenhang sehen. Und ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist, was mache ich mit den Einnahmen, mit den Versteigerungserlösen? Das stimmt, aber ich würde sozusagen den Weg zu den komplementären Politiken jetzt hier nicht gehen, weil ich erstmal verstehen will sozusagen, wie hoch ist eigentlich der Druck des ETS-Preises auf die Industrie? Das ist das, was mir in der Gleichung noch fehlt, ne? Und momentan ist mein ziemlich sicher vereinfachtes Verständnis, der Preis kann so hoch sein, wie er will, solange wir freie Zuteilung haben, wo ist das Problem? Und offensichtlich ist da irgendwas falsch. Es gibt irgendwelche Transformationsfragen, sozusagen irgendwelche Produktionsketten, die ich vielleicht nicht verstehe. Und insofern frage ich mich natürlich auch, also wenn das wirklich so ist, ne, und man einfach dann mehr Zertifikate kauft, die kosten ein bisschen mehr, man kriegt es ja eh umsonst, dann ist da natürlich auch überhaupt kein Transformationsdruck und dann brauchen wir natürlich eine ganze Menge anderer Instrumente. Und dieses Zusammenspiel, ist das ETS sozusagen denn überhaupt ein Tiger mit Zähne oder ist es ein Zahnrudertiger? Das ist das, was ich hier dann verstehen würde. Und ich glaube, das müssen wir zuerst wissen, bevor wir dann über andere Instrumente reden. Ja, aber die Maßnahmen, die ich jetzt brauche, die sind ja eben nicht mehr, ich stelle von Kohle auf Gas um oder sowas straightforward, sondern ich brauche andere Prozesse. Ich würde mal behaupten, 100% ist immer falsch, aber der größte Teil in der Industrie, das sind die Prozesse ausgelutscht, die ich heute habe. Das ist so optimiert, wie ich es brauche, wie ich es machen kann. Ich spare damit ja auch letztlich Geld, ganz, ganz banal. Wenn ich jetzt aber noch schneller und noch mehr reduzieren will, dann brauche ich neue Prozesse. Stichwort Wasserstoff statt Koks in der Stahlindustrie zum Beispiel. Das wird nicht so passieren. Ich muss mir überlegen, wie lang brauche ich diese alten Anlagen noch? Die müssen ja das Geld verdienen, was ich dann reinstecken will und muss in die neuen. Also wie lange muss ich, ganz platt gesagt, wie lange muss ich die alten Anlagen noch am Leben halten, damit ich mir die neuen leisten kann? Und wenn ich das verstehe und das mit verschiedenen Instrumenten angehe, dann stelle ich mir vor, dass das funktionieren kann. Aber dann muss ich das im Zusammenhang anschauen. Dann kann ich nicht nur auf den ETS-Preis schauen. Ja, Juliette dazu. Ja. Kleinen Moment noch, Frau Pauli. Ja, ich wollte ein bisschen bezweifeln, dass der ETS das richtige Instrument ist für die Industrie. Also zwischen 2012 und 2019 haben wir einen Rückgang der Emissionen von 2% in der Industrie gesehen. Das heißt, der Instrument wirkt nicht. Er wirkt nicht, weil der Preissignal auch nicht weitergegeben wird. Wie gesagt, wir haben jetzt hier demnächst 300 Milliarden weniger Euro im Haushalt, weil wir kostenlose Zuteilung haben bis 2030. Und das sind da eigentlich 300 Milliarden Euro, die wir in der Transformation hätte stecken können, auch für die Industrie. Das heißt, für mich es war schon immer ganz klar, auch ohne kostenlose Zuteilung, dass wir komplementäre Maßnahmen für die Industrie brauchen. Aber es ist trotzdem schade, dass wir dieses Geld jetzt nicht haben. Und wir, einerseits finde ich ein bisschen, ich finde schon immer die Diskussion absurd. Die Industrie darf nicht von höheren Preis betroffen werden, deshalb schützen wir die ganze Zeit. Und jetzt sind wir auf einen Punkt gekommen, wo Klimaschutz wirklich ernst wird. Bis jetzt war das echt ein Spaziergang. Aber jetzt wird das wirklich ernst. Jetzt ist fast nichts passiert bis 2030. Jetzt wird es teuer und wir haben eigentlich wertvolle Zeit verloren und wir lassen aber nicht die Preise, die wir bräuchten für die Industrie, damit die sich transformieren, weil eben wir brauchen einen ganz anderen Prozess, wie gerade Herr Hein gesagt hat. Das heißt, also ich,
Wir brauchen beides, wir brauchen komplementären Maßnahmen, wir brauchen die ETS, aber die ETS mit kostenloser Zuteilung ist die Frage, ab 2030 haben wir Kohleausstieg, wir haben nur noch Industrie im Emissionshandel und dann haben wir kostenlose Zuteilung. Wozu? Also ich glaube, man muss einfach wirklich jetzt noch mal ein bisschen genauer hinschauen, wenn man über die Emissionen der Industrie redet. Also wo habe ich denn die großen Emissionen, die jetzt wirklich mal, ich sag mal, den Prozessen der Chemie beispielsweise zuzuordnen sind oder der Stahlindustrie oder Zement oder was auch immer. Also die Zement, die Stahlindustrie beispielsweise, die hat halt Eisenoxid, das gibt die in ihren Hochofen, da hat sie unten die Kohle, dann reduziert sie das Eisenoxid und dabei entsteht halt CO2. Das ist natürlich auch ein Wärmeträger. Aber ich habe da einfach eine chemische Reaktion und wenn ich Stahl herstellen möchte, dann geht es mit dem CO2 einher. Es sei denn, ich nehme den Wasserstoff als Reduktionsmittel und da ist die Technologie einfach noch nicht so weit. In der chemischen Industrie habe ich ein paar Prozesse, wo richtig viel CO2 hinten rauskommt oder CO2-Äquivalente. Und das sind zum Beispiel die Lachgasemissionen, die halt sehr weit reduziert worden sind. Da sind wir aber auch am Ende jetzt in Europa. Und dann gibt es halt noch ein paar andere Prozesse, wie zum Beispiel die Reformer, die für den Ammoniak laufen, wo dann auch die stoffliche Emission rauskommt. Und dann ist ein ganz, ganz, ganz großer Teil eben der Energiebedarf. Und der Energiebedarf und das Grünstellen des Energiebedarfs, das ist der Schlüssel. Und für diese großen, ich sag mal, ich denke, das ist klar, was die Stahlindustrie sozusagen für eine Herausforderung hat, wenn sie auf Wasserstoff als Reduktionsmittel umstellt. Und ich meine, in der chemischen Industrie, klar, kann ich die Reformer, die zum Wasserstoff gefahren werden, vielleicht auch jetzt nicht die, die eben zu dem Mischprodukt Kohlenmonoxid, Wasserstoff gefahren werden. Das ist eine andere Diskussion, weil da kommt es nicht als CO2 hinten raus. Aber die anderen, die muss ich dann halt umstellen auf die Wasserelektrolyse, die halt auch wieder große Mengen an erneuerbarer Energie braucht. Und das sind doch die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und ich meine, es ist auch nicht so, dass das alles 100% frei zugeteilt ist. Und da muss man einfach differenzieren, da muss man sich die Prozesse angucken. Welche sind noch gut ausgestattet und welche sind nicht gut ausgestattet. Und bei der Energieerzeugung, die sind halt bei weitem nicht 97%ig ausgestattet mit Zertifikaten, bei weitem nicht. Und das ist in der chemischen Industrie ein riesengroßer Anteil. Die Energie, die gebraucht wird. Deswegen, es ist eine schwierige Diskussion. Es ist eine schwierige Diskussion. Ich würde Sie gerne nochmal zurück auf die Instrumentenebene bringen und wir müssen auch langsam zeitlich auf die Zielgerade einbringen. Aber ich habe jetzt an dem Punkt Folgendes mitgenommen, das würde ich eigentlich ziemlich interessant finden. Ne? Ich meine, um nochmal auf das zurückzukommen, was Sie am Anfang gesagt haben, Herr Köhler, wir legen sozusagen planbar die Menge der Zertifikate fest, setzen das System oben drauf und dann wird das liefern. Ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu. Aber was ich jetzt aus den letzten 5 Minuten mitnehme, ist, wenn die Preise nach oben gehen, wir können einfach nichts machen, weil wir die neuen Technologien nicht haben. Also wir brauchen Finanzierungsmöglichkeiten. Ohne Finanzierungsmöglichkeiten geht das nicht. Und das würde sozusagen ja auch die Rolle des ETS substanziell konterkarieren. Dann könnten wir es, um mal extrem zu sprechen, eigentlich gleich sparen. Ja? Ist das dann sozusagen die Conclusio hier? Das ist ganz nett, ist irgendwo im Hintergrund ein bisschen einen Stick zu haben, aber dass wir eigentlich die Karotten brauchen, um die nächsten 10 Jahre zu bewältigen. Herr Köhler. Also ich glaube, im Gegenteil. Warum ist denn die freie Zuteilung hat nichts mit der Frage von Marktstabilitätsreserve zu tun, in meinen Augen. Sie hat dann einen Rückkopplungseffekt. Da würde ich dann wieder zustimmen. Aber die Frage dahinter ist doch, wie gehen wir mit internationalen Emissionen um? Also das Absinken der freien Zuteilung jetzt über die nächsten 10 Jahre, bis wir dann in der nächsten Handelsperiode wahrscheinlich keine mehr sehen werden, hat ja sozusagen, da steht die Frage dahinter, was macht denn ein Unternehmen, wenn es seinen Senkungspfad zum Beispiel durch den Umbau eines neuen Stahlwerkes, und da gibt es ja jetzt schon die diversesten Projekte, die das angehen. Ich sage da nur mal Salkos in Salzgitter, ja, die Idee haben, sie reduzieren den Carbon-Leakage-Effekt. Und darum geht es bei der freien Zuteilung. Deswegen, weil es keinen Sinn macht, dass das Stahlwerk von Salzgitter nach Indien abwandert. Weil dann habe ich für die CO2-Menge, und das ist das ist ja genau das Gleiche, was aus dem Urteil jetzt rauskam, dann habe ich fürs Klima nichts gewonnen. Ist genauso, wie wenn mir meine Ammoniakproduktion
dahin abwandert, wo ich bald 0 Cent Gestehungskosten für Solarenergie habe. Dann habe ich da auch nichts gewonnen. Das heißt also, einen Carbon Leakage Schutz zu machen, ist ja sinnvoll, hat aber mit dem ETS nichts zu tun. Ist halt eine industriepolitische Maßnahme. Und deswegen hat der Herr Hein auch völlig recht. Die Frage ist, was machen wir mit den Einnahmen? Was machen wir mit den industriepolitischen Fragestellungen, die sich in Europa stellen? Und welche Art von Industrie und Wirtschaft wollen wir haben? Das ist aber keine klimapolitische Frage. Das ist meiner Meinung nach eine industriepolitische Frage. Zunächst. Und erst im zweiten Schritt muss ich mir die Rückkopplungseffekte beider Industrieteile, also beider politischen Teile angucken. Aus politischer Sicht. Ne? Ich muss mir dann überlegen, okay, wenn ich eine harte Klimapolitik mache, habe ich Effekte. Abwanderungseffekte, Kosteneffekte, auch Innovationseffekte ist ja nicht nur negativ, ne, sind ja auch positive Effekte. Und die sozusagen muss ich rückrechnen für mich und dann durch industriepolitische Maßnahmen ausgleichen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Da ist aber eine MSR doch total spannend, weil die ja nicht nur, also eine XSR, ja, das kann auch eine Preisstabilitätsreserve sein. Das ist ja wurscht, aber die gibt die Erwartungsmöglichkeit, dass nicht sofort das Springen der Preise, also das richtig krasse Hoch- und Untergehen, dass das ausgeglichen werden kann. Und das ist doch das Spannende an solchen Stabilitätsreserven, ob das jetzt Preis- oder Marktstabilitätsreserve ist. Da würde ich erstmal einen zweiten Schritt drauf gehen. In dem ersten Schritt ist doch die Frage, ermöglicht es den Senkungsdruck der Emissionen, insofern nicht über die Klippe springen zu lassen, wenn ein Unternehmen pleite gehen würde, weil es nicht mehr dazu kommt, einen Preis zu zahlen. Das ist, glaube ich, das Interessante an der Stabilitätsreserve aus industriepolitischer Sicht. Und ich glaube, da kann man durchaus drüber nachdenken, ob das ein Effekt ist, den ich mir wünschen möchte. Aber Herr Köhler, kann ich eine Frage stellen? Wo kommt der Anreiz, Emissionen zu reduzieren, wenn Sie kostenlose Zuteilungen bekommen? Darin, dass Sie wissen, dass sie bis 2050 neutral sein müssen. Wenn ich ein Stahlwerk heute baue, in 30 Jahren, als Gitter, dann weiß ich, dann ist das ja keine Investition für 3, 4, 5 Jahre, bis meine freie Zuteilung ausläuft, sondern ich weiß, dass das Ding auch noch im Geld stehen muss in 20 Jahren. Und wie erklären Sie, dass nur 2% der Emissionen reduziert worden sind in der Industrie seit 2012? Das sind ja fast 10 Jahre. Die Zahl stimmt aber nicht. Die DES sagt das ganz klipp und klar in den VET-Berichten, was wir reduziert haben. Also die Zahl stimmt schlicht nicht. Das sind EU-Zahlen. Das ist auf jeden Fall der EU-Zahlen. Also jetzt, das ist jetzt ein bisschen beliebig, jetzt die Zahl, die man nicht mag, jetzt zu sagen, die stimmen nicht. Das ist so. Okay. In der EU ist es 2%. Also die 2%, ich kann das nicht kommentieren, zumindest nicht so schnell Fakten checken. Aber selbst wenn es so wäre, und den Effekt würden wir ja zum Beispiel sehen beim Verkehr, würden wir wahrscheinlich auch sehen, wenn wir jetzt den Verkehr in den Emissionshandel aufnehmen, selbst über den Upstream-Handel, da finde ich, war völlig die richtige Aussage. Aber wenn wir den Verkehr einführen würden in den Upstream-Handel, dann würde da wahrscheinlich in den ersten 3, 4 Jahren über den ETS noch kaum Effekt entstehen. Warum? Weil er an anderer Stelle reduziert wird. Die Frage ist doch, schaffen wir das Mengenziel und nicht die Frage, reduzieren wir in der Industrie? Ich glaube übrigens in der deutschen Industrie, ich habe es gerade mal so halb gesehen, dass relativ viel Senkungspfade auch in Deutschland in der Industrie schon entstanden sind. Aber wir können gerne darüber diskutieren, welche Maßnahmen an anderen Stellen dazu führen. Aber dass der Emissionshandel sein Ziel erfüllt, und das ist das Mengenziel, das ist ja das, was ich mit Klimapolitik meinte. Wir müssen nicht irgendwie nicht in einem Jahr die Stahlindustrie dekarbonisiert haben. Das ist mir völlig egal, wann die rausgeht aus der CO2-Emission. Für mich ist wichtig, dass wir den Pfad auf Netto Null schaffen. Und ob das erst in der Energiepolitik, in der Energiewirtschaft, dann in der Industrie, dann im Verkehr und dann im Wärmesektor ist, oder ob das alles irgendwie halb parallel läuft, da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist für die Klimapolitik völlig wurscht, weil es da ja nur um das CO2-Limit geht. Und das ist eingehalten worden. Und damit hat der ETS perfekt funktioniert. Aber an dieser Stelle würde ich mir erlauben, das Schlusswort zu sprechen, weil die Tagesschau schon angefangen hat. Ich fühle mich schlecht, dass ich jetzt hier sozusagen da reingrätschen muss. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Punkte aufgebracht. Zwei Dinge zeichnen sich für mich klar. Ich glaube, es gibt viele Dinge, über die wir auch nicht so gesprochen hatten, beziehungsweise die wir dann einfach beiseite legen mussten. Ich entschuldige mich insbesondere bei den Teilnehmern, dass ich über die Fragen hinweggegangen bin. Aber ich wollte auf diesen Punkt der Industrie und auf die Stabilität hinaus, weil ich glaube, dass der in vieler Weise wirklich zentral ist für die Weiterentwicklung. Ich habe eine Sache mitgenommen. Ich glaube, wir haben alle Einigung darüber, dass wir Stabilität brauchen, dass wir sozusagen extreme Preisausschläge für sehr kontraproduktiv halten.
Also ich glaube, das ist sozusagen Konsens, das wollen wir verhindern. Wir sind der Meinung, die MSR ist schlecht, darüber kann man streiten, aber ich glaube, das entscheidende Punkt, das entscheidende Agreement an dem Punkt ist einfach zu wissen, was man hier in Form der Preise nicht will und dann über den Mechanismus nochmal genau nachzudenken. Und was sich auch für mich dargestellt hat, ist dann sozusagen, das ist der entscheidende Punkt, also wie weit wollen wir damit gehen? Also was ist durch die Decke? Und da habe ich nochmal mitgenommen, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wie weit sind wir bereit zu akzeptieren, dass bestimmte Firmen dann über die Klippe springen bei der ganzen Sache. Und dann sind wir sozusagen auch wieder in der industriepolitischen Diskussion. Die kann man wahrscheinlich einfach auch nicht trennen von der klimapolitischen Frage. Aber ich glaube, das ist das, wo wir weiterarbeiten müssen. Also wenn wir uns wirklich über Stabilität im Klaren werden wollen, müssen wir wissen, was ist zu krass, insbesondere in welchem Zeitrahmen und wie weit sind wir bereit, sozusagen auf dem Pfad der klimapolitischen Transformation Firmen auch über die Klippe springen zu lassen. Das ist jetzt Lichtjahre weg von der MSR, den Hamstern und den Haien. Aber ich glaube, es bringt uns am Ende zu der politisch gesehen wichtigsten Fragestellung. Und wir nehmen mit, als Wissenschaftler und als Ariadne-Projekt darüber weiter nachzudenken und würden uns freuen, mit Ihnen allen diese Diskussion weiterzuführen in einer ähnlichen Runde, bilateral, in anderen Kontexten. Auf jeden Fall haben wir das klar mitgenommen. Und ich möchte mich nochmal herzlich bei allen Teilnehmenden bedanken, meinen Vortragenden bedanken. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön.